Ja, hallo ihr Lieben, hier ist wieder euer Sony aus den Weltmeeren von Sea of Seas. Ja, das neue Update ist da und ich möchte euch einmal kurz in diesem Video zeigen, was gibt es denn Neues, was gibt es Neues zu tun. Und da fangen wir hier bei ihm mal an. Und zwar im Echtgeld-Shop gibt es natürlich wieder neue Ausrüstungen, neue Schiffsdesigns, neue Emotes. Also wie bei jedem Update kommt natürlich was für den Shop zum Bekaufen. Ja. Was es auch wieder gibt, ist ein neues Emote, das man sich quasi umsonst holen kann. Ja, habe ich schon gemacht, kostet nichts. Und da gibt es ja für viele, die das vielleicht noch nicht gemacht haben, gibt es grundsätzlich immer Emotes, die irgendwann bei irgendeinem Update dazu kamen, die es für umsonst gab. Ja, die sollte man sich vielleicht holen, wenn man möchte. Also einfach mal den Shop durchklicken, ja, und nach diesen freien Emotes suchen oder hier diesen Winterkrug, da gab es auch mal. Einfach da mal durchgucken. Es gibt auch zum Beispiel den Versteck-Emote, der ist auch für umsonst, der ist aber in einem Bundle mit dabei. Das heißt, da muss man das Bundle öffnen und dann kann man sich den da auch für 0 Euro holen. Ja, das Highlight des Updates ist der Season Pass, der dazugekommen ist. Und hier ist es so, dass man sich halt wie immer in Sea of Thieves jetzt Items erspielen kann durch fast alles, was man eigentlich in Sea of Thieves so macht. Also vieles wird man wirklich nebenbei machen. Ja, wie ihr gesehen habt im Shop gibt es auch den Season Pass noch zum Kaufen. Also diesen hier, der Season Pass ist grundsätzlich frei. Ja, das heißt, alles, was hier ist, könnt ihr euch erspielen. Was ihr durch den Season Pass erhaltet, ist, wie zum Beispiel hätte ich jetzt den Season Pass gekauft, hätte ich dieses Item hier bekommen. Habe ich aber nicht, weil ich mir den Season Pass nicht gekauft habe. Ja, das müsst ihr euch halt wie alles, wenn ihr im Echtgeldshop kauft, wirklich überlegen, will ich das nicht. Ja, das heißt, alle diese goldumrandeten, hinterlegten, Items gibt es halt nur, wenn man die, Stufe erreicht hat, wenn man sich auch den Season Pass gekauft hat. Die anderen, Sachen im Season Pass kriegt man einfach so. Außer die blau hinterlegten, die bekommt man nur als Piratenlegende. Ja, das heißt, dafür, dass man halt, soweit gespielt hat, bekommt man die halt nur als, Piratenlegende. Ja, ist bei mir jetzt nicht rot unterlegt, weil ich schon Piratenlegende bin. Daher, wenn ich diese Stufe erreiche, würde ich hier diesen Bart auch bekommen. Ja, bekommt auch Dublonen, also wirklich auch Echtgeldwährung für den Shop. Wie viel? Keine Ahnung. Ich denke mal, es wird nicht so viel sein, aber es ist immerhin ganz cool, dass man das ein oder andere da hier einfach mitbekommt. Man kann natürlich auch diese Prüfungen speziell machen. Das bedeutet, man kann hier reingehen und hat hier verschiedene Quests, die man machen muss. Ja, und bekommt dort natürlich Safe-Belohnung oder Safe-Punkte für den Season Pass. Ja, und da ist immer beschrieben, was man denn so, so machen muss. Und viele von diesen Dingen macht man nebenbei, wenn man spielt sowieso. Ja, aber man kann hier natürlich auch gezielt gucken. Da gibt es vier verschiedene Arten von Prüfungen, die man spielen kann, um Punkte für den Season Pass zu erreichen. Ja, was gibt es noch? Natürlich kommen neue Events auch während der Season. Also die Season dauert 3 Monate. Das heißt, diese 8,50 Euro, die ihr für einen Pass habt, habt ihr quasi 3 Monate Zeit, also 10 Wochen, steht ja überall Zeit, diesen Season Pass voll zu machen. Also von der Länge her wirklich gut gewählt und ich denke für jeden auch erreichbar und viele kleine Sachen von diesen Aufgaben kann man auch relativ schnell machen, so dass ich jetzt ab und zu auch mal so eine halbe Stunde spielen oder so auch echt lohnt, wenn man halt speziell nach so kleinen Herausforderungen sucht, die den Season Pass aufsteigen lassen. Dann wird es hier den Seelen-Champion als nächstes als Event geben, wieder mit Unterherausforderungen. Das startet am 4.2. und man bekommt wieder diese verschiedene Skins. Ja, wobei ich hier persönlich wirklich die Sniper mit am schönsten finde. Aber es ist halt auch wieder was, was man sich frei erspielen kann, wenn man diese Aufgaben macht und wird da bestimmt auch bei den meisten Aufgaben safe auch Sachen für den Season Pass machen. Es wird wohl auch zum 4.2. dann noch Twitch-Drops wieder geben. So wird gemunkelt oder so habe ich das schon gelesen und gehört bei Twitch, dass es so wohl sein wird, dass es da auch wieder Twitch-Drops geben wird zu diesem Start. Was ist noch hinzugekommen? Die Händler haben eine neue Mission bekommen. Sie soll quasi die Händler ein bisschen spannender machen. So, da ist es quasi so, dass man halt Frachtgüter suchen muss und nicht Schätze in dem Fall. Die kann man ganz normal hier bei den Händlern kaufen. Genau, hier ist sie. Ja, das ist die neue Mission. Ich habe jetzt mir schon eine gekauft und mal aufgelegt. Und da ist es so, dass ihr am Anfang diese Karte hier bekommt. Und da wird euch gesagt, okay, welches Schiff ist denn von wo nach wo gefahren, wo hat es angefangen zu fahren, wo wollte es eigentlich hin. Das heißt, ihr müsst zu dem Startpunkt fahren und dann auf dieser gestrichelten Linie den Kurs des Schiffes nachfahren.
und findet dort verschiedene Hinweise, wo das Schiff denn auf dieser Route gesunken ist. Meistens ist es so, dass gleich am Anfang irgendwo Schiffswrackteile rumliegen, wo dann der erste Logbucheintrag gefunden wird. Dann bekommt ihr eine weitere Karte, wo ihr danach hin sollt und so weiter, bis irgendwann halt der Hinweis auftaucht, wo das Schiff denn gesunken ist. Und da könnt ihr dann einmal den Loot aus der Kapitänskajüte holen. Das heißt, ihr müsst auf einen dieser Aufträge findet ihr irgendwo einen Schlüssel, also sich immer gut umgucken, ja, den man dann braucht, um die Kapitänskajüte aufzuschließen. Und ihr findet einmal das Logbuch des Kapitäns. Und das Ganze könnt ihr dann hier beim Handelsbund abgeben. Und in der Regel findet man auch während der Fahrt ganz gut Loot für den Handelsbund. Ja, was ist noch dazu gekommen? Für Piratenlegenden gibt es noch weitere Ausrüstungsgegenstände, die aber wirklich sehr, sehr, sehr teuer sind. Also da kosten die Sachen bis zu 3 Millionen. Also insgesamt habe ich mal irgendwo gelesen, dass man um die 153 Millionen Gold braucht, um alle diese Sachen quasi sich zu kaufen. Ob das so richtig ist, müsste man jetzt so ehrlich gesagt nachrechnen. Aber man braucht auf jeden Fall relativ viel Gold, weil es ja immer die Leute, die schon lange spielen, immer jammern, dass sie mit ihrem Gold nichts anfangen können. Also jetzt können sie, wenn sie Piratenlegende sind, das natürlich alles wieder ausgeben. Ja, das Level wurde von 75, das Max-Level auf 100 noch angehoben pro Fraktion. Also auch da hat der ein oder andere dann auch mal wieder was zu tun. Dann sind noch einige Bugfixes gemacht worden. Das müsste da aber dann auf der Seite nachlesen. Die habe ich mir selber nicht wirklich durchgelesen, weil es in Sea of Thieves ja immer so ist, dass auch ganz gerne der eine Bug weg ist und dafür erscheinen zwei neue. Also auch da musste man das nochmal nachlesen. So, nee, ansonsten aus der Arena ist wohl der Chat entfernt worden, habe ich noch gelesen, weil ja doch da relativ freundlich und nett immer miteinander geschrieben wurde, ist das da wohl entfernt worden, wobei ich das jetzt so nicht nachvollziehen kann oder halt nicht sehen kann, weil ich spiele aktuell keine Arena, ja, und daher ja, gibt es wohl einige Spieler, die das nicht so toll finden. Ja, das ist aber dann für mich halt Ansichtssache. Wenn da halt sich nicht ordentlich miteinander umgegangen wird, muss Rea halt irgendwie, ja, finde ich halt auch reagieren. Und da da sehr viel toxisch geschrieben wurde, ja. Ja, und hier sieht man schon, also hier zum Beispiel die Angel hier unten ist jetzt neu. Dann haben wir hier die Ziehharmonika. Also man sieht schon, dass das preislich alles sehr, sehr teuer ist. Gut, die sehe ich jetzt noch gar nicht, weil ich die Erfolge dafür noch gar nicht habe, um das freizuschalten. Aber hier sind halt neue Sachen zugefügt worden. Hier unten auch. Gut, wie gesagt, Preise sehe ich jetzt leider nicht. Aber das ist schon alles recht sportlich von den Preisen her. Sieht aber vom Design her, muss ich echt sagen, wenn ich mir die Sachen so anschaue, echt gut aus. Ja, meine Freunde, das war es wieder von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da, lasst ein Abo da. Bleibt gesund. Bis bald auf den Weltmeeren von Sea of Thieves. Euer Sony.